So, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play SimCity. Ja, wir spielen SimCity und das wird wahrscheinlich jetzt jeden Tag kommen, aber nur 10 Minuten. Damit das nicht immer so lange dauert zum Hochladen bei meiner Alarm-Internetverbindung. Da gibt es wenigstens jeden Tag mindestens ein was zu sehen. Ja, hier, ich habe das jetzt auch angefangen zu spielen. Erstens, weil es jetzt kostenlos Kultstätten gibt. Nein, deswegen nicht. Weil jetzt das Update 7.0 gekommen ist und damit soll der Verkehr flüssiger laufen, wo ja. Deswegen habe ich das auch jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Also mal gucken, was für ein Land nehme ich mir denn jetzt. Die hier vorne sind alles solche kleinen Dinger. Außer das. Aber ich weiß nicht, ob ich das spielen soll. Sonnenbuch, das ist fast nur Wasser. Das da auch. Das da auch. Die hab ich schon so oft. Ich weiß nicht, das hier. Oder, ach, ich probiere das hier mal. Ich kann jedes Mal ein paar andere Sachen nehmen. So. Hä, was? Let's play? Let's play. So. Wir können ja mal gucken. Oh, hier gibt es viel Wasser und Zeug. Aber da gibt es keine Eisenbahn. So, da gibt es aber kein Schiff, aber wiederum Schiff brauche ich nicht. Und hier gibt es wiederum auch keine Eisenbahn. Wie unfair ist das denn? Ah. Die Karte ist bald noch besser. Und ich werde wahrscheinlich die hier nehmen. Die kann man sich später auch nochmal auf was spezialisieren. So, beanspruchen. Mach das mal. Russling. Aha. Die Karte hört sich ja schön an. Na, spielen wir mal. So. Wenn Sie ein luxuriöses Casino aufstellen, achten Sie darauf, dass Ihre Stadt auch wohlhabende Touristen ansieht. Das stimmt. So, sind wir jetzt mal schön im Ladebildschirm. Und die Lamas werden zusammengetrieben. Wer hat eigentlich sich diese komischen Sprüche ausgedacht? Nutzen Sie den Straßenassistent, um die Dichte Ihrer Stadt zu maximieren. Ja, was würde das jemand tun? Hm. Achtung. Wupp. Ich muss noch mal gucken, ob die Musik zu laut war. Vielleicht hat man mich natürlich auch gar nicht gehört. Das war so klasse. Na, vielleicht. Also, jetzt sind wir im Spiel drin. Jetzt läuft sogar alles flüssig. Ich muss mal den PC neu starten und dann geht alles. Weil ich habe schon mal eine Aufnahme probiert. Und da hat gar nichts funktioniert. Na gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache jetzt nochmal eine ganz, ganz kurze Pause. So, da bin ich wieder und... ja, jetzt habe ich die Karte geöffnet. Egal. Jo. Ich habe jetzt nur mal kurz geguckt, ob der Sound okay ist und als ich wieder SimCity öffnen wollte, hat es das nicht getan. Auf jeden Fall, SimCity ist das beste Spiel, was es nur gibt. Ja. Ich würde mal sagen, hier eine neue Stadt, Straße. Ich würde mal hier mit so einer schönen Hauptstraße anfangen. Nee, lieber nicht. Ich gucke erstmal, wo der Wind lang geht, damit wir wissen, wie wir, die Stadt bauen sollten. Wo ist denn jetzt der Wind da? Windkarte? Okay. Es kommen hier die Industriedinger ein. Gut zu wissen. Dann fang schon mal hier an. Die eine Seite mal mit industrievollen Mühlen. Und wo soll ich denn die Stadt hinbauen? Besten irgendwo hier hinten. So schön. Hier erstmal nur die Hälfte der Stadt zumüllen mit Einwohnern. Man kann jetzt auch übrigens mit den N und M Tasten die Straßen heben oder senken. Achso, nee, ich habe mich nur vertippt.
Okay, hier ein paar. Wir haben doch noch Geld. Wir haben doch noch Geld. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wo Wasser ist, aber egal. Wir haben genügend Wasser auf der Karte, glaube ich. Ja. Ja. Wir haben genügend. Das wird ja wohl nicht das größte Problem sein, das wir haben. So, Stromding setze ich gleich mal hier am Anfang der Stadt hin. Schön, wenn man in die Stadt reinkommt, sieht man erstmal das Stromdings. Und da gehen wir auch schon fast pleite. Und natürlich macht das immer nicht so, wie ich es habe. Jetzt können ruhig mal ein paar Einwohner kommen. Ich nehme mal einen Kredit auf. Und baue mal ein bisschen die Straßen aus. So, hier. Da kommen am besten Einkaufsgeschäfte hin. Egal. So, so, so. Okay. Mal gucken, ob jetzt mal ein paar Einwohner kommen. Oh, und was haben wir vergessen? Setzen wir das Ding mal hin. Ich setze es mal hier in die Ecke. Hier wird schön Wasser und Einwohner 0. So, ich spule es mal ein bisschen vor. Doppeltes Tempo und da bauen auch schon die ersten ihre schönen Häuser. Das sieht doch toll aus. Wie klein die noch sind. Die Autos sind fast so groß wie Häuser, also... Ja. Der wohnt gleich mal in so einem Art Wohnwagen. So sieht es auch auf jeden Fall aus. Und wir kriegen schon hier die ersten Einwohner. Kläranlage will ich jetzt nicht auch noch hin. Auf jeden Fall, hier geht schon mächtig was ab. Wenn man das mal so sieht. Will ja schon der Erste irgendwas haben. Hey Bürgermeister, möchten Sie ein Gemeindehaus? Es gibt unter anderem Zugang zum Brandschutz, zur Müllentsorgung, zur Gesundheitsversorgung und zu Polizeikräften. Natürlich. Und Petition zum Erzbergwerk. Petition zum Bau eines Erzbergwerks genehmigt. So, unsere Stadt nimmt schon langsam Gestalt an. Hier gibt es schon den ersten zwei Bürgerläden nebeneinander. Natürlich. Das macht Konkurrenzkampf. Das fast nebeneinander. Zum Lahm Lama und zum... Ist das da? Nee. Der hier. Zum Lahm... Zweimal die gleichen Läden, das ist ja... Wir haben schon... Wir sind übrigens auch im Plus und haben schon ein paar Einwohner. So, dann baue ich mal hier rüber die Straße auch ein bisschen aus. Können wir ruhig hier noch ein bisschen Industrie machen. Beziehungsweise die Abwässer wegleiten. Und hier schön Industrie hinpacken. Da tue ich das ja am besten mal ein bisschen weg. So, ich weiß gar nicht, ab wann kriegt man in das Rathaus? Egal. Was will die hier? Stellen sie ein Gemeindehaus auf. Ah, jetzt. Das Gemeindehaus, stellen wir das mal hin. Dafür bauen wir mal eine schöne Straße. Eine runde Straße hier. Aber ich würde sagen, hier hin. So, dann mal die Straße nehmen und... Kurven sind immer so blöd, die sind immer so klein. Da würde ich lieber gleich so einen Kreis hinnehmen. Ich muss mal gucken, ungefähr
So, ja. Dann bauen wir unser wunderschönes Gemeindehaus hier in die Mitte. Tada! Und hier oben können wir jetzt auch noch ein paar Gebäude stellen. Und Vergabe eines Stadtnamens. Jetzt habe ich schon wieder das hier gemacht. So. Weg. Und weg. Nur die Town. Natürlich falsch geschrieben. Nur die Town. So. Auf jeden Fall waren die Folgen immer 10 Minuten, nur ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon haben, deswegen werde ich die Folge mal ein bisschen länger machen. Einfach mal so nach Gefühl. Hier erstmal hier weg. Hier müssen dann noch Rathausbauteile hin. Und wir sind schon 1000 im Plus. Die steuern sich mal lieber auf 10er hoch. Ach nee, ich brauche keinen Max, ich brauche keinen Superheld in meiner Stadt. Muss schon mal kurz achten und ja, hier. Global müssen wir noch anwählen. Und wie teuer ist das denn? 15.000. Natürlich verbraucht das Ding mehr. Strom haben sie alle, Wasser ist auch da und Abwasser fließt auch gut weg. So, was sollten wir jetzt mal bauen? Ich würde erstmal sagen, die Müllentsorgung brauchen wir noch nicht so sehr, aber Feuerwehr. Kommt am besten mal. Zu wenig Symbole, uns egal. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Geld. Wir können uns nochmal die Stadt bisher anschauen. Und wir fahren das ziemlich schnell. Ach du Scheiße. Was wollen die noch alles haben? Das sind halt komische Fehler von zum Ziel. Das ist einfach mal irgendwie krass. Hier gibt es ein richtig schönes reines Wasser. Theoretisch könnte hier auch irgendjemand mal schnell das Wasser verschmutzen. Okay. Die ersten Einwohnerstrudel auch rein und da würde ich mal sagen. Hatte ich hier irgendwas zugewiesen? Wo ist es da? Also Feuerwehr kostet 28.000. Müssen wir mal kurz warten. 2.000 Einwohner, 2.000 plus, das ist okay. Was für eine Straße habe ich denn gebaut? Ach, mit der. Ein paar Einwohner haben wir ja schon. Und ich habe da auch schon mal so eine Idee für Straßenbahn und dafür baue ich schon mal ein bisschen. Natürlich nicht im Kreis. So. Die bauen wir erstmal hier lang. Und hier. Ich glaube, das ist hier nicht so gut. Achso, deswegen. So, wir können später hier mal Straßenbahn lang fahren. Muss immer schon mal ein bisschen vordenken. Geld haben wir... Oh, das hat uns jetzt aber ein bisschen viel gekostet. Na gut. Ich würde erstmal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Und nicht vergessen, abonnieren, wenn es euch gefällt. Aber nur, wenn es euch gefällt. Okay, ciao.